Ey, kurze Ansage. Also Freunde, wir haben gerade Sonntag, den 6. August und es ist 12:30. Und was macht man so an einem Sonntag? Eigentlich so auf gechillt und ruhig und zu Hause und bla bla bla. Aber wir dachten, wir haben heute eine Mission. Eigentlich die fetteste und geilste Grillparty in Köln zu schmeißen, oder? Das wird so heftig. Wartet einfach ab, wir verraten nichts. Wartet einfach ab. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, aber wir haben heute vieles vor. Und deswegen Party in 3, 2, 1. So Freunde, wir haben den perfekten Spot gefunden. Und zwar denke ich mal, dass wir uns hier langsam alle versammeln werden und alles aufbauen. Es gibt natürlich eine kleine Überraschung für alle Leute, die kommen. Und zwar haben wir einfach ein Trampolin gekauft. Wir wollen heute hier im Park ein Trampolin aufbauen. Ich weiß nicht mal, ob das legal ist, aber wird schon nichts passieren. Aufbau-Action in 3, 2, 1. Freunde, auf jeden Fall, so langsam wird es. Wie ist die Motivation? Ey, brutal heftig, voll motiviert. Gut, wir sind auch nicht in Partystimmung, aber das kommt noch. Freunde, das wird mega fett. For real, Alter. Wir bauen jetzt das Netz so aus Sicherheitsgründen, damit hier keiner, ne, auf den Kopf fällt. Und dann geht's richtig los. I was born under the sun, so I'm so afraid of you. Made peace with all I've done, but that just wasn't enough. Look who's here. Yeah. I try to keep my soul intact. What else could I have done? Freunde, habt ihr Spaß? Ja! Ja, nochmal springen gehen. Mirella, zeig mir den heftigsten Salto aller Zeiten. Oh, oh, shit. Oh. Sie sehen eine Kelly in ihrer Fötusstellung. Jetzt deine professionelle Bewertung. Meine von neutrale, subjektive. Genau die. Wie fühlst du dich? Achso, sehr gut, dankeschön. War auch sehr professionell gesprungen von dir. Danke, danke. Ich würde ein bisschen in der Ausführung noch ein bisschen was üben. Genau, hochspringen, ja. Ein bisschen Beine vielleicht ein bisschen anziehen. So nicht anders, so kennen wir das, Freunde. Genau so und nicht anders. Jody, komm rein. Okay. Macht Spaß? Soll ich was Heftiges machen? Ja, komm. Was denn? Ein Salto. Oh shit, the shit is getting serious. Yeah, yeah, yeah. Oh shit! Hä? Als ob du einen Backflip kannst. Oh. Digga, habt ihr das gesehen? Aber kann Revi das auch? Wow! Ich war ein bisschen so schnell sogar. Guck mal, Junge. Man fliegt viel höher, als man denkt. Oh shit! Ich will noch einmal deinen Backflip sehen, Jody. Oh! Shit! Ja, easy. Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich anstrengend Trampolinspringen sein kann. Ich bin komplett durchgesweatet. Mikey? Hello. Gib mir die dreckige Lache. Oh my. Who are you? No way. I wanna go home alone. Annika, alles gut? Coolste Party überhaupt. Hey, hört auf! Das wirkt irgendwann voll fake. Jared, alles gut? Ja. Ey, Hammerparty. Ist ja gar nicht ehrlich. Kennt ihr diese Menschen, die zu einer Grillparty einfach zum Kino gehen und dann noch Snacks besorgen? Ey, der Käse-Dip ist der Beste. Es ist ja nicht so, dass... Guck mal, Freunde, eigentlich dort kommen die Nachos rein und da der Käse-Dip. Aber die Menschen... Hey, seit wann kommt der Käse-Dip? Ich bin überrascht. So geil, Mann. Ey, beste Party. Ja. Selmon ist am Start. Ich bin auch am Start. Ich muss auch mal aufs Trampolin drauf, Alter. Ja, alle drei Leute drauf? Nein. Okay, perfekt. Ey, mein Opa, wie ist es okay, so, als Minderjähriger auf einer Party zu sein? Ziemlich cool, weil man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Weißt du überhaupt was drin?
Ja, lass da mal eine Flasche Dosmas rein. Ja, Mann. Ist das geil? Die ist schon geil. Ich mach gezielt, ja? Es gibt die Leute, die pünktlich zu einer Party kommen, und es gibt die Leute, die einfach so meinen, hey, es ist gerade mal 10 Uhr abends und wir kommen vorbei. Hallo, wir sind von der Parkaufsicht. Bitte gehen Sie. Yo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, das würde mich ultra freuen, aber eine Sache muss ich euch noch dringend erzählen. Und zwar wollte ich einfach nur mal Danke sagen an jeden, der dabei war. Ich finde, das war ein sehr besonderer Tag und irgendwie fehlt das so in YouTube Deutschland, dass wieder alle mehr gemeinsam abhängen, und das war so der erste Schritt nach vorne. Deswegen danke auf jeden Fall, dass alle am Start waren, es war ein super schöner Tag, ich werde ihn nicht vergessen. Und ja, Freunde, abgesehen davon wollte ich mich auch nochmal bei euch bedanken. Ich sehe gerade, wie tagtäglich meine Community wächst. Ich so unglaublich viel positives Feedback bekomme. Ich treffe euch auf der Straße, wir unterhalten uns über alles und es float alles. Ich fühle diese positive Vibes ohne Ende. Es motiviert so krass, Freunde. Danke, 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 danke. Ich glaube, ich habe noch nie auf die Glocke aufmerksam gemacht. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann kriegt ihr mal so eine kleine Mitteilung, dass ich ein Video online gestellt habe. Ja, würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Also, Freunde, echt. Danke. Rob, Crispy Rob, remember my name. Peace, wir sehen uns bald wieder.